Hello, was geht ab? Long time no see. Aber wir haben endlich mal wieder die Zeit gefunden und freuen uns sehr auf die neueste Folge Stream Clips Germany 279, der pure Horror. Oh nein, was gibt's da zu sehen? Super. Bestes Intro. Oh, ich muss umschalten. Lange nicht mehr gemacht hier. YouTube. Morning! Oh, bist ein bisschen hoch. Bleibst du da oben? Ich bleibe hier oben. Dann muss ich dich mal kurz hier einmal auf den Boden zurückholen. Ja, abgehoben ist er. Mich aber auch, bin auch ein bisschen abgehoben. Alle sagen das. Jo, rein in den Lutzbert. Dann wollen wir mal. Abfahrt. Ja, ich stelle die Lautstärke ein, dann bekommst du die Tastatur. Alles klar. Brauche ich nicht sowas nicht. Warum ist das für andere immer so einfach? Oder sind die auch so nervös wie ich davor? Ja, auf jeden Fall. Willkommen bei Stream Clips Germany, bei den verrücktesten und krassesten und lostesten Streamer-Clips im ganzen Internet. Sehr gute Beschreibung. Habt die Macht! So, Bruder, der guten Geschäfte. Wir brauchen Punkt 32, ne? Oh. Ich glaube nicht, dass das der Plan war. Ich glaube, wir wollten nur was anklicken oder so. Ah. Ja, da wird jetzt nichts mehr angeklickt so schnell. Gucci. Glaube ich. Ah, passiert. Ich habe kurz, weil ich kann das manchmal nicht, wenn ein Alert kommt und dann da was redet. Ach so, nein, alles gut. Spezi, danke für dein Follow. Hello. Wow. Wow, ich war die ganze Zeit mute. Ah, okay, ja. Ich dachte jetzt. Wieso zum Fick sagt mir niemand was? Ich wollte es gerade sagen, aber es wäre weißt du, zu ich spät gebe hier gewesen. die besten Kommentare von mir. Ja, ich habe einen Joke nach dem anderen Ja, gebracht. ja. Und dann hört ihr nichts. Ich dachte kurz, das Video wäre kaputt. Ich habe, weil wir kurz vorher gestoppt haben, gedacht, ich habe wieder was kaputt Ja, gemacht. dachte ich tatsächlich auch. Ja. Dass du irgendwas. Was geht ab? Hallo Sepp, hallo Ibana, hallo Pancake, hallo Shaky, hallo Flatline, hallo Gordon, hallo Icebox. Hallo, 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 wie geht es euch? Dankeschön. Annie, hast du wieder wundervoll gezeichnet oder was ging ab? Hallo, Dankeschön. vielen, vielen, vielen lieben Hallo Dank. Hallo Gordon. Gordon. Schön, dass ihr uns zu unserer Party hier beglückwünscht, quasi, auch wenn noch keiner Glückwünsche gesagt hat, aber Hat wahrscheinlich auch gar mit keiner eurem vorher. Schön, Rate dass ihr hier seid. ist es schon eine Beglückwünsche. Ja, So nämlich. Die besten. besten Gummibärchen-Testerin EU-West. Dankeschön. Das Danke, habe ich auch Sepp. gehört. Oh Mann. Sehr, sehr, sehr wundervoll. Dankeschön für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Wir gucken jetzt gerade SCG, haben gerade erst angefangen. Neueste Ja, Folge. entspannt euch also, lehnt euch zurück und genießt es einfach. Danke, Einfach danke. genießen. Schön, dass ihr hier seid. Vielen lieben Dank. Du bist nicht immer wieder zurück auf den Korridor, bevor wir aufstehen. Der Run war eh schlecht, der Run war eh schlecht, der Run war eh schlecht, der Run war eh schlecht. Ich muss ganz kurz. Oh mein Gott, Alter. Komplett gequittet. Oh, Manu, aber süß. Besserung. Lila, gute Nacht, danke, dass du da warst. Danke für deine Modarbeit und Besserung. Schlaf schön. Gute Nacht und Sepp dir auch eine Gute wundervolle Nacht, gute Nacht. Sepp. Schlaf Schlaf schön. schön. Und hallo, Vampire Jesse. Grüße. Setting in now. Ready? Ich wollte gerade sagen, hat er das nicht mitgekriegt? Alter, was ist da passiert jetzt? Heilige Makrele. Hallo Lucky Rabbit, danke für dein Follow. Junge, was ist das für ein Vieh?
Meint die Liza? Das ist Clippy. Sei nicht so gemein. Liza, der war sehr, sehr stabil. Der war sehr, sehr, sehr stabil. Gut gemacht, bin ich stolz drauf. Weitermachen. Annie, viel Spaß beim Waschen. Und ja, danke. Ey, immer und wichtig auch. Wundervolle Nacht. Und Erfolg vor allem auch. Nennst du dir auch. Gute Nacht. Da, das Video kommt gerade richtig. Ich liege nämlich seit gestern mit einem schweren Pfirsich im Bett. Ich hoffe, das entwickelt sich nicht zu einer chronischen Aprikose. Dann kam jemand, dann wünsche ich gute Bärung. Dann kam, danke, das ist eine sehr reife Antwort. Unter einer harten Schale scheint ein weicher Kern zu stecken. Boah. Dann, ich würde ja gerne auch einen Obstschluck machen, aber mir abfällt keiner weitere ein. Dann kommt du Pflaume, dann streng dir mal deine Birne an. Jetzt quitte ich aber lieber, bevor ich hier noch eine Menschentraube bildet. Wie weit kann man bitte einen Joke ziehen? Ja, Lilimon und Viking. Ja, ist halt wirklich so. Ja, wirklich wahr, ohne Scheiß. Hier sind zwei blaue Punkte, was machen die? Wo ist Dresden? Spieler. Da ist Dresden. Grüne Punkte sind deine Freunde, also wirst du nie grüne Punkte sehen. Oha! Nee, ja? Du hast jetzt nicht mehr getroffen. Minecraft-Profi. Weiß ich doch genau. Ach, ist auch verstanden, ne? Achso, sie foliert eine Dings. Oh nein! Nein! Oh nein, das tut mir so leid, aber ich muss trotzdem lachen. Das ist ja komplett. Oh nein! Ey, wir haben auch zwei Schränke foliert. Scheiße. Weil wir haben die Küche ja übernommen. Oh, und die hatten Lackrot. Furchtbar. So zwei Blenden. Ganz und schön. Der Rest komplett weiß. So viele von euch haben die Küche ja schon mal gesehen von einem Kochstream oder so. Belastend auf jeden Fall, dieses Rot. Das mache ich auch nicht. Achso, das Rot war belastend, aber das Folieren auch. Ja, aber es sieht jetzt viel besser aus. Ja, aber das auf Ding jeden ist, Fall. Ich hätte gern die ganze Küchenfront in diesem Folien-Style. Ja. Aber mir graut es auch davor. Ich frage das Kalari doch nochmal. Die macht das bestimmt mit ich, dir. Aber ich habe tatsächlich auch schon überlegt, dass einfach Schritt für Schritt, so Tür für Tür und so zu machen. Mhm. Dauert dann vielleicht 2, 3, 4 Jahre, bis fertig ist. Aber. Ja, ey, du, fühl dich da. Ja. Du warst bei der Blende dabei, Sky, damals. Ja, super. Hat super bei viel einer Spaß zumindest. Gemacht. Ganz toll. Boah, das war so pain, ja. Ne? Aber sieht geil aus. Da machen wir noch mal so einen Revue-Dingstag oder so. Revue rasieren, habe ich gerade im Kopf. Ja, genau. Dann können wir noch mal ein bisschen Revue passieren. Ja. Revue rasieren? Die Perücke rasieren. Püree? Kartoffelpüree. Püree rasieren. Ja, genau das. Genau das ist es nämlich. Schau dir mal Videos mit Epoxy an. Kannst du mir einfach einen Link schicken, wo man so Küchendings mit Epoxy vielleicht lieber macht? Mhm. Vivian Cheyenne, what's up? Ich wollte euch nochmal einen schönen Stream wünschen. Der Raid war leider ein bisschen hektisch von meiner Seite aus, aber ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt eine gute Zeit. Dankeschön, alles easy, Vivian, alles gut. Ich hoffe, wir können du bist das voll nachvollziehen, geduscht. Wenn man so auf dem Sprung ist, im Bett, essen, duschen, dies, das. Ey, gar kein Stress. Und Unfassbar, vielen lieben Dank, dass du uns ausgesucht hast, du süße Maus. Und ja, wir gucken jetzt gerade SCG, haben heute ein paar Spiele bis jetzt gespielt, haben ja so ein bisschen unser Partnergeburtstag ein Jahr nachgefeiert mit Spiele, das kann man am besten. Und Kimi wird, glaube ich, ganz doll krank, sagt sie, ja. Nicht gut. Nee. Aber ja, sie hat zum Glück jetzt frei. Nein, das ist immer noch kein Fieber. Aber schon wärmer, ne? Nein. Bisschen? Nein. Da aber, ne? Nein. Naja. Aber wir haben trotzdem eine gute Zeit. Oder geht's gar nicht mehr? Dann sag. Doch, SCG geht noch. Bin da voll drin hier. Aber hallo, wir sind doch hier mitten in der Reaktion. Das kommt auf YouTube. Da muss man fit sein. Sie streamt, geht duschen, findet 5 Handys am Strand, ratet euch einfach via.
wie einfach MVPs, sagst du ja. Ist so. So, Chat. Aua. Ich bin auf diese komische Ding jetzt getreten. Mein Werbemanager übrigens. Wir werden das jetzt durchziehen. Was passiert? Ich habe mir kurz was zu essen geholt. Nee, also Erase, so unkonzentriert kann ich dich aber in meiner Firma und in meiner Agentur nicht gebrauchen, ne? Erase, bitte, konzentrier dich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ey, das ist ein... Nee, Alter. What the... Alter. Oh mein Gott. Junge, das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich war ganz ehrlich. Das war ist so, klar, so dumm. Das ist so klar. Dass ich da immer noch drauf. Ich mache das ja nicht extra, aber ich erschrecke mich. Nee, ernsthaft, sie erschreckt sich. Weil ernsthaft. Das wirklich extrem realistisch ist auf Kopfhörern. Ja, für die Leute, die das nicht auf Kopfhörer haben, die checken das nicht. Aber guck mal, ne? Vielleicht hilft es dir, dass wir. Es ist ja. Bei mir ist es auf dem rechten Ohr, bei dir auch? Ja, erst rechts, dann links. Bei mir geht's so. Bop, bop, bop. Aber. Ja. Ja, klar ist rechts keine Tür von uns. Ja. Aber ein Fenster, das macht das ja noch viel schlimmer. Nee. Imagine, jemand klopft am Fenster, da kann der gar nicht hinkommen. Ja, ich weiß auch nicht, aber bei mir ist das halt eben. Nee. Ja, du bist aber auch kein Maßstab, du erschreckst dich halt auch nicht. Für gar nichts. Für sowas auf jeden Fall nicht. Für gar nichts stimmt nicht. Nee, schön. Tag. Tag. Fand ich aber gut. Boah, aber alle drei. Alle drei, geil. Oh mein Nicht Gott. Nicht nur ich. Tag. Fand ich aber gut. Ich wollte was... Geil, das gefällt mir. Mann. Aber die haben sich nicht erschrocken. Das ist nicht ihr verfickter Arzt. Jetzt hat der Clip uns beide getreut. Alle drei, ja. Uns drei, denn ja. Ich habe auch nach rechts geguckt. Ich fass es nicht. Wir wurden alle verarscht. Und Max ist einfach drauf. Max denkt aufgestellt. Aber guck mal, Max denkt es wirklich. Max hat es nicht verstanden. Hä? Rapti, danke für 200 Coins. Geil, Max. Nein, einfach aufgestellt. Easy. Das wäre mein erster Stern. Das zweite Mal, das wird er wahrscheinlich vor der Nase weg. Wow. Hallo, was war das? Hä? Was ist das denn? Hä? Hä? Ist der Kopfhörer-Scam. Wie bitter, nein. Alter Schwede. So, gute Nacht, schlaf schön. GG? Stabil. Warum bin ich jetzt in der Bar? Ich wollte doch ins Fitnessstudio gehen. Ist doch dasselbe. Ja. Hä? Ist auch Fitness. Hä? Habe ich die Bar angeklickt? Ja, doof, jetzt müssen wir saufen. Ja, blöd. Das ist ja blöd. Ärgerlich. Ja, kacke. Oh nein. Könnte durchaus sein, dass sie da einfach wieder rauskommt. Ich gehe da mal rein gucken. Oh mein Gott! Hast du gesehen? Ich habe sie gesehen, ja. Okay. Asozial. Cool. Da wollte ich hin, ja. Ja. Yes. Nein. Oh mein nee. Gott, das ist so dumm. Die Posi wäre so gut gewesen. Ich bin jetzt da runtergefallen, das halt. Jetzt musst du nach, einmal 180 Grad drehen. Jetzt nach vorne, nach vorne, nach vorne. Gar nicht mehr so viel. Das ist mir aufgefallen in Japan auch. Weil ich sage, wir liegen so im Bett abends und ich so. Ne? Und regulär ist es bei mir. So ist es regulär. Stabil! Ne? Auf jeden Fall ist so, du bist so hot. Ja, danke schön. Das ist perfekt, dass du es jetzt gerade schreibst. Perfektes Timing einfach. Geil. Achso, ja. Oh.
Nee, der hat mich nicht so krass gekriegt jetzt, ausnahmsweise. Aber sie? Mal. Ja, sie schon sehr, aber mich. Jetzt müsste ich sie aufpulen und jetzt müsste ich sie sauber machen. Und ich habe eine von den ganz, ganz guten, teuren Rie-Tastaturen. Kosteten 8 Euro auf Amazon. Was ist da jetzt rausgefallen? Willst du mir sagen, da sind die Tastaturen, die Tasten. Die. Erinnert ihr euch noch an das Armband, was kaputt gegangen ist, was ich mühevoll im ganzen Raum aufgesammelt habe? Das liegt da jetzt wieder mühevoll. Oh mein Gott. Ne, Rez, also ganz ehrlich, wir müssen echt nochmal sprechen. Ich sehe hier nur Fauxpas von dir. Rez, bald eigene SCG-Kategorie. Ja, nee. Oh Mann, Pain. Testgesetz, Finanzierung. Okay. Wie viel? Oh, ich wollte auch einen Medizinmann. Moin, Servus, Moin, Fahrzeuglieferung für Dieter Fischer. Ich kann das nicht. Er sollte ein neues Auto bringen. Schade. Das explodiert, Alter. Das ist sehr, sehr schade. Oh, Mr. Nugat! Oh. Alter. Boah, das muss ich nochmal sehen, Alter. Was? Da ist ja alles. Der ist ja schlimmer als ich. Das ist ja geil. Okay. Warte. Mach Pause. Sorry, Nugat, aber geht nicht anders. Weige heißt ja, als ob er auf einer Achterbahn sitzt. Junge, 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 geil, ey. Alter. Oh mein Gott. Boah, fick und fertig, ey. Die Pan und ich haben in Hamburg, als wir im Hotel waren, ne, einen Tag vor der Polaris, haben wir so einen Psychotest gemacht irgendwie, um sein geistiges Alter rauszufinden. Das war so eine Umfrage. Mhm. Ja? Also das waren so Fragebogen, irgendwie 10 Fragen musst du ausfüllen und dann kannst du dein geistiges Alter rausfinden. Mhm. Hab's versucht, möglichst ehrlich zu beantworten, ja. Und ich dachte so, okay. Bei der Pan kam als Alter raus 27, ja, die Pan ist geistig 27. Die Fragen waren aber scheiße gestellt, ich muss das dazu sagen. Und das hier ist mein Screenshot. Zehn. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was mache ich denn bei dir gerade? Der Anhänger steckt im Auto oder so, keine Ahnung. Aber gibt wenn ich jetzt es? Fahre, wie sieht denn das bei dir aus? Ne, super sieht das aus. Ja, ganz normal. Tobi, was ist los? Ganz normal. Was ist denn los? Standard. Casual. Das soll so, oder? Ja. Average. Ja. Average. Ja. Das Foto im Discord gepostet. Mein Auge sah letzte Woche so aus, okay? Das ist mein Auge letzte Woche. Oh. Ja, ich weiß, es sieht sehr wild aus, vor allem das Gelb. Es war schön. Halbmond. Ich wurde also wirklich, ein paar Leute haben Angst vor mir gehabt, weil sie dachten, es vielleicht ansteckend war, aber nicht. Und natürlich könnte man meinen, wenn du sowas auf einer Online-Plattform teilst, dann wirst du lauter Leute haben, die dich bemitleiden und die sagen, oh nein, Duni, was ist denn da passiert? Ich hoffe, es wird wieder und so. Nee. Chat, mach das da draus. Ja, Memes. Den finde ich gut. Beste Leben. Der gefällt mir. Ja. Ja. Oh ja. Oh ja. 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 Geil. Nice. Freunde der Sonne, der Morgen. Zieht sich um einen kleinen Moment verzögern, weil ich habe gerade eine Flasche geöffnet und mein ganzes Setup eingesaugt. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, ich brauche noch 3 Minuten. Bis gleich. Oh nein, Zetschen. Unangenehm. Arme Maus. Das ist übrigens ein Abschminktuch. Das ist so ein Mikrofasertuch. Ja. Eigentlich fürs Gesicht. Es sieht aus wie ein Putztuch und ich glaube, die Kalimbas haben damit meine Wohnung geputzt. Aber eigentlich ist es ein Abschminktuch. Was? Ich muss mir diesen Lappen nochmal angucken. Hä, hast du damit nicht wirklich das Badezimmer sauber gemacht? Welches? Unser? Nein. Sicher? Ja.
Da habe ich so ein gelbes genommen, weil die immer so gelbe, so die Schleier. War das nicht das? Nein. Ich glaube, ich hätte das fürs Klo genommen. Innen, ne? Ja. Das ist übrigens ein Abschminktuch. Das ist so ein eigentlich fürs Gesicht. Es sieht aus wie ein Putztuch und ich glaube, die Kalimbas haben damit meine Wohnung geputzt. Aber eigentlich ist das ein Abschminktuch. Ist die Scheiße. Das ist grün. Ja, aber ich glaube tatsächlich, wir haben damit die Wohnung geputzt. Ja. Die ganze Wohnung. Also das Badezimmer auf jeden Fall, ja. Nee, das war gelb. Ja. Ich habe jetzt Rez' Nummer, nur um euch neidisch zu machen. Ich habe von Rez die Nummer und ich habe die erste Nachricht, die ich von ihm gekriegt habe, war eine Sprachnachricht. Hallo und herzlich willkommen, liebes neues Pokémon Sexclub-Mitglied. Wir möchten Sie hiermit herzlich begrüßen als neues Mitglied in der Premium-Klasse. Im Folgenden können Sie sich drei Pokémon aussuchen, die wir Ihnen ausstopfen und mitsamt einer 3-Liter-Kanisterdose voller Gleitgel zu Ihnen nach Hause schicken. Na, es geht noch ein Ticken weiter so. Und danach kam diese Nachricht. Ich hoffe echt, dass das die richtige Nummer ist. Wenn das nicht die richtige Nummer ist, ich bin ein völlig normaler Mensch. Bitte rufen Sie nicht die Polizei. Vielen Dank. Geil. Gab so voll viel Auswahl. Ich will auch so eine Sprachnachricht bekommen. Dann schreib ihm. Ja, das Problem ist, dass ich das vor 3 Monaten gemacht habe und immer noch auf Antwort warte. Ich glaube, ich habe die falsche Nummer. Du darfst sowas nicht sagen, du antwortest auch nicht. Ja. Mit Schokopraline, Macadamia, ne, so voll geil. So, und was mache ich? Ich verseh dann einen Cookie, der heißt Ginger Ginger. Boah, hab ich jetzt voll Bock drauf. Den nehme ich. Ich beiße also mir richtig schönes Stück aus diesem Ginger Ginger Cookie und dachte, ich kotze. Das war kein Gingerbread, also Lebkuchen, weil ich mir dachte, das passt ja gut in einen Cookie. Nein, das war Ingwer. Wer macht Schokoladen-Ingwer in einem Cookie? Das war so ekelhaft. Ich dachte echt, bläh, diesen Cookie, ich hab den dann weggeworfen, weil der war echt eklig. Oh, ärgerlich. Du sprichst wirklich, aber ich verstehe das voll, wenn du das im Kopf hast und dann so, boah, geil. Ja. Und dann, boah. Pain. Ich bin zum ersten Mal, reibt sich die Hände, da Bedienung. Ich habe keine Ahnung. Es ist vor allem die Tastatur hier, die hat hier aufgedruckt das amerikanische Layout. Oh mein Gott. Wie lange steht denn das schon? Nur schon mal länger. Ja, ist mir aber nicht aufgefallen. Nein? Von Anfang an. Ich hab da nicht drauf geachtet. Die Mitchell! Hallo! Ein wunderschönes. Danke für den Raid. Hallo, hallo Raiders. Schön, dass ihr hier seid. Vielen, vielen lieben Dank. Was habt ihr Schönes getrieben? The Real Millie. Hello, hello. Können wir nochmal ein Stück zurückspulen? Weil ich will nochmal sehen. Der steht da. Oh, wirklich? Die ganze Zeit, dieser Mensch. Bedienung. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auch sehr volle die Haare. Die Tastatur hier, die hat hier aufgedruckt das amerikanische Layout. Oh mein Gott. Hallo, Andreas. Ah, ich bin dauerfeucht, deswegen ist mein Körper so. Ach, Holz kann in der Spüle rissig werden. Mein Schniedelbrett. bitte was? Oh, man liest, was man lesen will, ne? Oh, scheiße. Ach, du Kacke. Das gute alte Schniedelbrett. Ich hoch. Oh. Holz kann in der Spüle rissig werden. Mein Schneidebrett hat einen ordentlichen Riss. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ordentlich zuerst gelesen und dann den freudschen Versprecher eingebaut. Ja, klar. Natürlich. Das gute alte Schniedelbrett. Man kennt's. Wer von euch hat das Kraut? Ja, das haben wir doch alle, oder? Ich habe euch noch ein paar Schweinebacken hier gelassen. Dankeschön, hallo Schweinebacken. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier seid. Was hast du im Stream gemacht? Keinen Anschluss gegeben. Oh. Weißt du das noch? Ich habe gelernt. Oh. Boah. Guck mal. Das ist tatsächlich das erste Mal gewesen, dass sie das gemacht hat. Ja, aber ich bin kein Katzenexperte, aber die Ohren haben es schon gesagt. Ja, da war sehr viel Ableigung kurz da, für diesen Augenblick zumindest. Aber das ist zumindest. Halt dieses so, auf dem Arm nehmen ist bei Katzen halt ultra schwer. Ja, ne? Da musst du wirklich eine Katze haben, die das mit sich machen lässt. Ja, es gibt halt welche, die haben da halt mega Bock drauf. Ne? Also Dobby zum Beispiel, die kannst du den ganzen Tag durch die Gegend tragen. Ja, oder so, Pepsi. Dann von deiner Mom auch aber eine nur, die andere
hat das auch nicht so gerne, obwohl mittlerweile kommt es auch an wer. Ja, das stimmt. Da sind halt super eigensinnig. Oder halt einfach ein Hund, ja. Ja. Und ich nehme mir halt auch unglaublich leicht andere Sprachsachen an. Ich war in meiner Ausbildung immer 3 Monate in Bad Hersfeld, wo von ganz Deutschland, aus allen Bundesländern die Leute zusammengekommen sind. Ich habe danach ein Kauderwelsch geredet. Ja, weil man so Sachen adaptiert. Oh. Das hat bis heute nicht aufgehört. Ja. Einfach die Mienudeln, weil die schnell gehen, ne? Aber die gingen mir nicht schnell genug. Und ich musste ganz schnell irgendwo hin und ich musste was essen. Deswegen ich habe halt die Tomatensuppe oder Tomatensuppe warm gekriegt. Und ich habe dann meine Mienudeln reingemacht. Es war zu meiner Studentenzeit, zu meiner Verteidigung, ja? Das sieht ja lecker aus. Yummy. Unangenehm. Tiger Shark, vielen lieben Dank für 100 Coins. Ja, der ist nicht angekommen. Du kleine Ratte. Haben wir noch, sind noch Mods da? Gerade? Ich glaube, Lila ist schlafen gegangen. Viking hat sich jetzt nicht abgemeldet. Okay. Aber ich hab's eben gemacht. Alter! Alle, die auf meinem Kanal jetzt nicht das erste Mal da sind, wissen auch. Ich habe dir doch gesagt, du sollst es nicht machen. Jetzt hast du mich erschrocken. Was sollen denn die anderen davon denken? Aber jedenfalls, sieht stabil aus. Wir alle, die mich halt schon so ein bisschen kennen, die wissen ganz genau, ich bin dann auch in der Rolle. Das ist überstabil. Schon geil. Ey, das war wirklich sehr, 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 sehr geil. Fettes GG ans Kostüm auf jeden Fall. Voll. Sehr geil. Super, Viking. Schön, dass du da bist. Aber ich habe die Nachricht jetzt schon erlaubt. Ja, kein Problem, Viking. Haben wir schon gemacht. Ich danke Nein. dir. Sie wehrt sich nicht mal mehr. Oh. Ach, geht doch. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Pfeffer. Dann kommt jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Oh nein, nein. Das war die große Öffnung. Ach Mann, das weiß man doch aber. Öffnung. Ja. Oh Mann. Titel eines Sex-Tapes. Können wir das bitte darauf abwälzen, dass ich gerade wirklich heute seit 5 Tagen durchstreame? Ja, klar. Okay. Ja, klar. Das ist die große Öffnung gewesen. Wenn Automod sagt nein, dann ist nein. Ja. Was? Do we have a moment to talk about Jesus Christ? Nope. Höre die Worte Gottes! Okay. Ja, Statement, ne? Ja, komm, Chris geht rein. Nee. Hör auf. Nein. Oh mein Gott. Oh mein, das ist wirklich ehrenlos. Das geht. Rage Quit. Ja. Direkt Streamabbruch. Alles. Komm, Alter, wir schaffen das. Nach dem nächsten... Wusstet ihr, dass wir einen Weltrekord aufgestellt haben mit Lilimon und Panda Mender? Ja, und... Offstream. Ja, auf jeden Fall. Aber viel cooler finde ich, dass die sich so gekleidet haben wie ihre... Ist krass. Das sieht ja richtig geil aus. Einfach gecosplayt. Cool. Bei dem nächsten, okay? Jetzt. Mach einfach. Wir werden es sehen. Jetzt drauf. Links. Okay, es ist okay. Es ist vollkommen okay. Komm drauf, bitte. Nimm mich hoch, bitte! Renn, das ist gut, renn weiter! Nimm mich hoch! Wow! Das happened, dude, ich kann das nicht mehr. Was? 1A geplant, würde ich sagen. Ja. 1A geplant. Shaky war ein bisschen so. Fast so gut wie wir. Also, sehr speziell. Was muss ich denn gedrückt halten? Shift? Was ist das für eine Taste, Bruder? Ist das die Leertaste? Was ist das? Es ist Leertaste. Oh, ach so, okay. Ich muss nicht die Leertaste gedrückt halten. Ich muss einmal Leertaste und dann noch ein zweites Mal. I try. Ich bin eine... Göttin, was? Ja, ganz ehrlich. Ja, hat man gemacht von vornherein gemerkt, dass das Pro-Gaming ist, was wir da sehen. Total, direkt erst in der Sekunde. Ja, das hat man von vornherein gemerkt, bin ich ehrlich. Reingemacht. Nee. Das wäre aber auch noch voll geil gewesen, glaube ich. Dankeschön. Das wäre durch den Rap. Geil. Guckt euch das an. Nein. Stopp. Nee. Ich will auch. Nee, ich glaube, irgendwann. Aber der erste Tritt von der Ratte dürfte auch bald ankommen. Irgendwann
Ist der Punkt angekommen? Da glaube ich es nicht mehr. Noch weiter. Ich glaube es dann auch nicht mehr, weil man weiß, dass es vom Teller fällt. Nee, ich glaube, man hat das selber so, man denkt so, man hat das im Griff. Ja, weiß ich dann nicht. Dann auf einmal. Ja. Das macht keiner extra. Ach, keiner vielleicht nicht. Aber, ja. Aber der erste Trupp von der Ratte dürfte auch bald ankommen. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Bucht. Reden wir mal über Timing. Wow. Er kann hell sehen. Mhm. Also Clippy, falls du Hilfe brauchst, ich kann es dir innerhalb einer Minute machen. Ja. Was soll ich jetzt machen? In einem Textfeld und dann eben entsprechend die Buchstaben gleichmäßig den Abstand ersetzen. Ja, bitte. Also ja. Clippy, falls du Hilfe brauchst, ich kann es dir innerhalb einer Minute machen. Mhm. Ja. Jetzt haben wir auch Kontext, Freunde. Was? Warum bin ich gestorben? Nee, das habe ich jetzt aber auch nicht verstanden. Das macht gar keinen Sinn. Willst du nochmal gucken? Ja. Das hat gar keinen Sinn gemacht. I did it. Woher kam das? Nee, sehe ich nicht. Hat das einer gesehen, ob der von irgendeiner Rollspitze ja, noch... Ja, nee, das sehe ich da nicht. Naja, schade. Trotzdem tot, ne? Machst du nix. Was, warum bin ich gestorben? Oh. Oder mich. I did it. Ja. Was, warum bin ich gestorben? Ja, sieht das nicht. Oder mich. Wurde erschlagen so, warte mal, dann von der setz ich mal den Falle Timer. Dahinter. Okay, also hat man es doch nicht gesehen. Scheiße. Mit der Spitze. Okay. Ich hab mich gerade mit meinem neuen Pullover in mein Tellerbrot gelegt. Das ist doch kacke, oder? Nein! Scheiße! Ich würde aber gern wissen, was für einen kompletten Klamottenstil Sandy hätte mit all ihren Flecken. Ich glaube, das wäre ein richtig krasses Outfit. So gebartigt quasi. Mhm. Da wird, glaube ich, schon hinhauen. Ja, ich will es mir irgendwie nicht vorstellen, aber. Das war sehr realistisch. Und ja. Also. Wow. Ja. Mitgenommen. Eine Pizza mit Käserand hat mir bisher immer geholfen. Ja. Ist jemand gestorben? Warte nur, bis ich mich besser fühle. Ach so. Oh. Dann zeige ich dir, was mein Mund kann. Der kam überraschend. Ja, auch gehört, ja? Nee. Das war auch so gemeint, ne? Aber war das, nachdem jemand in dem Spiel wirklich verstorben ist? Danach kam so eine Szene? Oh. Ja, ich würde auch raten, dass du den Dummtopf Blumen rein musst. Oh! Ja. Das, ich wollte sie streicheln, ja. Ich schwöre. Nee. Selbst wenn, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es 23.25 Uhr ist, ne? Dann ich könnte nicht sagen, was für eine Uhrzeit ist. Hast du das Richtige gestartet? Ja. Ich glaube, du hast das falsche Spiel gestartet. Nee, jetzt sind hier irgendwelche Leute reingekommen. Ich spreche Französisch. Ich spreche Französisch. Ah, okay, doch, ich war. Okay, never mind. Okay. Nicht einquetschen. Mann, das war doch klar, dass das passiert. Aber ich habe auch gedacht, man könnte schon springen. Na, oh, nicht so ungeduldig sein. Meile, schlaf schön, danke für deinen Schlaflock. Gute Nacht. Gute Nacht, Kuba Bleige. Ach, das ist auch so ein Game, das dann einen anderen Lauf annimmt. Ja, ja. Okay. Hey, du hast doch auch Life is Strange gespielt. Ja? Wie haben wir das angefangen? Ist das doch mit der
die zurück in ihre Heimat kommt und sehr, also nicht so viele Freunde hatte damals und so, wo die. Ich mich gar nicht dran erinnern. Wir haben es aber nicht zu Ende gespielt. Wo die die Kraft hat, die Zeit zurückzudrehen. Wir haben das ist angefangen, nicht zurückgespielt. Aber warum haben wir es nicht weitergespielt? Ja, das weiß ich, Viking. Ich weiß, dass das der neue Teil ist. Aber nichtsdestotrotz war das. Mein bei Kimi, dass wir einen Teil davon gespielt haben. Das war doch bei dem ersten Teil auch schon so, dass das immer, je nach Entscheidung, sich das Spiel anders entwickelt hat oder nicht. Ja, irgendwie hat uns die Story nicht gecatcht. Komischerweise. Ich weiß nicht warum. Aber einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's auch. Ja, ich fühle mich scheiße. Okay. Alles klar, okay, sorry. 40, ja, ich bin 47, ihr wisst nicht. Dankeschön für das Auto und Namen. Oh nein, da ist eine Fliege drauf. Der ist von Twitch auf YouTube. Nein! Ey, ich hab auch... Ich hab jetzt erst gecheckt, dass Michael... Die Fliege ist. Ja. Ich hab das nicht verstanden. Soll ich da mal zurückmachen? Das war ganz witzig. Ja, ich hab das nicht aber gecheckt. Aber ich hab auch mehr darauf geachtet, ob sie wirklich die Fliege jetzt ist. 40, ja, ich bin 47. Ihr wisst nicht. Dankeschön für das Auto und Namen. Oh, das ist voll. Ey, ich hab auch... Seh das. Oh, Mann. Dazu gibt's schlechte Witze. Echt? Ja, toll. Warum? Da kann da keiner was für. Oh, die arme Fliege. Aber, ich hoffe, sie hat das nicht gemerkt. Der Mensch auf dem ganzen Planeten. Schenkt mir nur noch mal ein bisschen Tee ein. Oh Gott, was zur Aua. Ich hoffe, es geht dir gut. Und warte mal kurz, das war Michel. Aber der... Alter, das ist ja so lustig. Ey, ich hab auch... Seh das sympathischste Mensch auf dem ganzen Planeten. Schenk mir nur noch mal ein bisschen Tee ein. Hä? Mensch, war das. Die Mutter hat uns gerade geratet. Ich habe das erst. Aber das ist zu spät gecheckt. So. Das ist so realistisch. Es gibt leider einige Clips, wo man so ein bisschen. Wo man leider so ein bisschen merkt, dass das so provoziert wird. Das ist auch lustig dann, wenn der Person nichts. Wehtut danach, aber es wurde dann so ein bisschen so, ja, der kippt auf jeden Fall gleich der Stuhl, so, wenn ich jetzt noch ein bisschen nachgebe für einen guten Clip, so. Ich will keinem was unterstellen, aber ihr wisst. Aber bei dem Clip, der Stuhl, also ich habe gar nichts davon mitbekommen, dass da jetzt gleich eine Fallsituation sich ergibt. Weil er aussieht auch so klein ist. Also das aber ist es ein Schreibtischstuhl auch gewesen? Oh. Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Viking, dankeschön. Vielen Dank. Oh Mann. Und vor allem den Tee nicht irgendwie übergekippt. Oh. Alter Schwede. Aber hat sich nicht so angehört. Ja, uns gar nicht passiert, Ivana. Big nee. Kaching heißt es jetzt. Das wäre wild auf jeden Fall. Wenn nach hinten. War das gut? Oh, ich glaube, der hat jetzt alles verkauft. Irgendwie wollte der gar nicht. Oder so, ne? Ich glaube, das war nicht gut. Es geht gleich los. Blöd, 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 blöd. Sein Schwert ist weg. Gekauft und direkt wieder verkauft. Ja, genau. Oh. Was geht gleich los? Oh mein Gott! Oh mein Gott! 5, 4, 3, 2. Jetzt stürzt das Spiel ab. Und nochmal ein Counter. Klassiker. Klassiker. 30 Minuten Counter. Scheiße, Mann! Ich mach weiter! Rebecca! Boah, Junge, Alter. Bin ich erschrocken? Ich hab... Ich hab mir tatsächlich null wehgetan, weil ich richtig weich gefallen bin. Also der hat ein gutes Polster und ich hatte richtig Glück, dass ich die Teekanne noch gerade so abstellen konnte. Glaubt, das wäre eher Problem. Ja, das meine ich nämlich. Alter Schwede. Ja, mehr... Glück als Verstand, oder was sagt man da immer? Boah, Gott sei Dank ist es gut gegangen. Wieso nicht? Wo ist das Eis? Ich hab das Eis doch reingepackt. Aber ich hab's doch genauso gemacht wie er.
Warte, ist das Eis gar nicht da drinne gewesen? Das erklärt für eine Farbe und alles. Das ist so wild. Ja, als wäre da so ein Filter drüber gewesen, ne? Ja, kommst du jetzt ins Wasser oder was? Komm, spring! Suki, nicht so große Fresse haben. Doch, Suki, große Fresse haben. Sauber, Suki! Suki! Oh, Schatz, singen. Oh, nee. Bist du gefestigt hier noch? Ja! Die Lache, ich liebe sie. Ich liebe diese Lache. Ja, Mann. Dieser Rap ist so lang, wie soll ich das nun überstehen? Die Community denkt nicht mal nach, dass das 90% Rap ist. Ich kann doch nur den Refrain singen und der ist immer, immer so gleich. Es hört nicht auf, dieses Gerappe. Wann kommt denn mein Part? Was? Strong! Das war strong! Ey, ich kann das einfach nicht glauben. Das war übertrieben stabil. Das war abgeliefert, aber sowas von. Alter Schwede, ey. Ich kann das alles nicht. Weiß ich nicht, Rapti. Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren, ob ich so einen Eminem-Rap-Part schaffe. Ich glaube nicht. Stabil. Das war richtig strong. Ich bin sehr impressed. Ja. Weiterverkauft auf dem Flohmarkt. Asche. Ja. Oh, Asche hat sich schon wieder aber geschnitten. Aber ich konnte nicht dran vorbeigehen. Das ist ein Fehldruck, Glomanda. Guck mal bitte. Das ist nicht Glomanda, das ist Guglomanda, okay? Das ist so hässlich. Aber das süß. Ist so die Art von Pokémon, ja, bei dem du keinen Pokéball wirfst, sondern einen Stein in der Hoffnung, dass du ihn von seinem Elend erlöst, okay? Junge. Aber so süß. Ich weiß nicht genau, wie er aussieht. Aber ich glaube, es. Ich finde ihn trotzdem süß. Ja, ich war dann auch süß. Okay, Karaoke-Stream. Kadinem Kalimba singt Rap Stan. Rapti, du kannst es gerne dann, wenn es soweit sein sollte, reinschreiben. Und ich probiere es, aber. Ja. Ja, ich weiß nicht. Oh, der Befehl stimmt auch nicht, mein Schatz. Ja, warum? Ach so. Da ihr L-Stream steht. Ah ja, ich wusste gerade gar nicht, dass ich den doch drin habe. Sorry. Mostly the reviews said that this game has performance problems, but I don't have. Mhm, ja, bitte! Gejinxt. Ich kann das nicht mehr ertragen. Die Flugfliese ist Gold wert. Und dieser Mega-Bums, genau. Ja. Der ist auch richtig gut. Mega-Bums. Aber guck mal, allein das hier müsstest du eigentlich jedes Mal 4 Betten oder sowas zusammenbauen. Nimm einfach das Teil hier, zack, spring drauf, flieg rüber. Und fall runter. Ja. Gut, dann machen wir jetzt so viel geiler. Weiter. So viel besser jetzt auf einmal. Best wow. Leben. Dann machen wir das so nach meinen Regeln. So, das ist jetzt mein Auto. Raus da. Wow. Raus da. Das ist jetzt mein Auto. Sie gehen ganz langsam weg. Aber das hat volle Tank. Das hat doch... Oh. Denken Sie nicht mal dran. Denn glauben Sie mir, ein weiser Mann hat gesagt, wenn man eine Waffe hat, sollte man auch sie benutzen. Oh mein Gott, Dragana, was hast du... Oh mein Gott, was... Ja. Ja gut, er hat angefangen, ne? Lili. Er hat angefangen. Also war doch jetzt Lili, die dann jetzt geschossen hat, ja. Oder? Ja, zu Recht. Ja, er hat auch angefangen, ganz ehrlich. Pech. Ich frühstück gleich. Sieht irgendwie beunruhigt aus. Oh Gott. Da kommt der halbe Kratzbaum mit. Aber sie möchte doch nie. Warum soll sie denn da runter? Ich will nicht Twitch Clips schauen. Sie will nicht Twitch Clips schauen, okay? Nee. Reicht, wenn wir das machen müssen und dazu gezwungen werden. Zwingt uns die Katze. Ich zwingt uns immer. Aber schöne Folge. Vielen Dank fürs Gucken. Rein kommentieren, rein folgen, rein abonnieren. Ein Like da lassen.
in die Facebook-Gruppe reinsliden, in die DMs. Und außerdem. Rein. Dankeschön, tschüss!